Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Diesmal mit den beliebtesten Leveln am Sonntag, obwohl ich das nicht am Sonntag aufnehme. Aber ich habe es in der ersten Folge, die heute erschienen ist, schon gesagt. Ich muss ein bisschen vorproduzieren und weiß nichts Aktuelles. Es gibt halt heute 2 Folgen Super Mario Maker. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Die neuen Level, da habe ich ja so ein bisschen verkackt. Das war ja mehr so ein Ausprobieren. Und jetzt schauen wir mal. The Strongest Robot ist auf Platz 1, hat eine Abschlussrate von 75%. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und probieren unser Glück. Mal sehen, ob der Roboter uns hier das Leben schwer macht. Okay. Aha, da ist ein Roboter und Carmack. Der Hund erzählt, er würde sich gerne einen Roboter wünschen. Und Carmack sagt, okay, ich mache das für dich. Mhm. Jetzt wird das Roboter zusammengebaut. Alles klar. Okay. Ein Roboterhund haben wir hier. Okay, und jetzt sollen wir gegen diesen Roboterhund kämpfen, oder was? Ach du Scheiße, okay. Aber wie sollen wir den besiegen? Okay. Ah, wir haben besiegt. Okay. Also eigentlich müssten wir nur durchhalten jetzt hier, ne? Okay, was passiert jetzt? Aha, wir können weiter. Okay, Let's play. Let's make. Wahrscheinlich. Okay, sollen wir uns jetzt einen Roboter zusammenbauen? Okay. Mhm. Bombe. Soll das der Kopf gewesen sein, oder was? Mhm. Der Kopf, der Körper. Das habe ich noch nicht so richtig rausgekriegt hier. Hä? Achso, ich kann mir ja wahrscheinlich aussuchen, was an dem Roboter drangebaut wird. Ach nee. Nee, stimmt ja gar nicht. Und sie jetzt gegen meinen eigenen Roboter kämpfen hier? Okay. Ich hätte den wahrscheinlich so zusammenbauen müssen. Ich hätte den wahrscheinlich so zusammenbauen müssen, wie der mir angezeigt wurde. Oder bin ich jetzt selber ein Roboter? Ich bin zumindest gefangen hier. Ich kann nichts machen. Ich kann zumindest nichts machen. Aber noch komme ich immer vorwärts und unser Cooper lebt noch. Okay, komme ich jetzt hier raus? Okay, ich konnte mir selber, ich hätte mir vielleicht auch so ein... Ach, jetzt muss ich gucken, ob ich mit meinem Roboter gegen den Roboter gewinnen kann. Und ich glaube... Okay. Mit jedem Treffer... Okay. Also rein technisch
One, yeah. Rein technisch ist das richtig cool aufgebaut gewesen. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch meine Feuerblume verloren. Gibt es noch ein Leben? Da gibt es noch ein Leben. Und ganz oben gibt es auch noch ein Leben. Alle drei Leben geholt. Super. Geiles Level. Also von der Technik her kann man nicht meckern. Ich habe es jetzt zwar nicht verstanden, aber hat Spaß gemacht. Also, wir haben uns einen Roboter gewünscht, haben ihn zusammengebaut und dann haben wir gegen einen anderen Roboter gekämpft. Okay, Big Bad Bullies. Kurz und knackig. Was haben wir hier für eine Abschlussrate? 9,54%. Okay. Warum sage ich immer okay? Ich sage zu oft okay, oder? Ah, ein bisschen Spaß muss sein. Gut. Gut. Mhm. Die Bullies helfen mir also über die Schluchten zu springen. Alles klar. Boah, da muss man schnell reagieren. Aber cooles. Cooles Levelkonzept. Da hätte ich nochmal springen müssen, damit ich da oben durch die Tür komme. Okay. Gut. Sehr cool. Sonst hätte ich da... okay, ich hätte da drüber springen müssen, wenn diese Stachelkugel unten ist. Alles klar. Erstmal gucken hier. Okay, oder wenn sie ganz oben ist, durch das... Ja. Ach, hier muss ich nochmal abspringen, ne? Gut so, gut so. Aber geiles Konzept. Geiles Konzept. Puh. Bin an die Tür. Oh mein Gott. Wie muss ich jetzt da... Schnell da rein und weg vor Bowser. Ah, ich habe einen Schlüssel bekommen irgendwoher. Good game. Und jetzt sollten wir eigentlich am Ziel sein, oder? Ja. Einmal springen noch. Schön oben die Fahnenstange erreicht. Noch ein Leben bekommen. Dort unten links war ein Herz. Und ein THX haben wir am Ende auch noch bekommen. Sehr cooles Level. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich so hinter das Prinzip gekommen bin, hat es ein bisschen gedauert, aber richtig nice. Und die Refreshing-Level, die müssten alle raus hier. Popular Minigames, Classic. Okay, das haben wir noch nicht gespielt, deswegen werden wir hier reinschauen, weil das nächste Level, da war schon eine Fahne dran, das hatten wir schon am Sonntag. Okay, Popular Minigame Mix. Dann wollen wir mal schauen, was wir für Minigames wir hier spielen. Aim heißt Feuer, also wahrscheinlich mit Link. Nee, nicht mit Link. Aber einmal hier rein, damit wir den Schlüssel bekommen, die Piranha-Pflanzen weg sind. Okay. Find, das heißt Unterschiede finden. Das mache ich gerne. Da haben wir in der Mitte hier haben wir einen P-Block. Bei den anderen sind keine P-Blöcke. Okay, die 30er-Münze hole ich mir. Hier wird sogar aufgelöst, wo der Fehler war. War jetzt nicht schwierig, ne? Es geht aber weiter. Okay, am Anfang ist ein Panzer, bei den anderen sind alles Koopas. Ja, genau. Super. Gibt es noch ein drittes und letztes? Nee. Jetzt sollen wir schnell sein. Okay, fast. Kreisiger Münze. Hey, ich habe die Lücken nicht getroffen. Oh mein Gott, das hatte ich auch noch nicht. Das hatte ich auch noch nicht, dass ich in so einem Level, in so einem Abschnitt gestorben bin, ja. Probier's aber trotzdem nochmal. Ja. Hat alles geklappt. Diesmal gibt's nochmal einen neuen Stern. Ja, okay, die 30er-Münze. Lasse ich diesmal weg, weil ich denke mal, das wäre relativ knapp geworden.
Jetzt muss ich, glaube ich, ausweichen. Sehr schön. Das ist auch mal richtig cool gemacht. Das macht Spaß. Und dann sind wir, glaube ich, schon durch. Nee, puzzeln sollen wir noch. Okay, dann puzzeln wir noch eine Runde. Dahin, dahin. Dann die 50er-Münze, die nehmen wir definitiv mit diesmal. Da hoch. Dann hier runter. Da hoch. Nee. Ach, einfach hier oben drüber, ne? Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen verpeilt geguckt. Ich wollte mal die On-Off-Blöcke, das war nicht richtig. Ich hätte einfach durch die Lücke gemusst, einmal rumdrum. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Sehr schönes Level, hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall ein Herz verdient, damit diese Refreshing-Level hier rauskommen. Okay, das Plattforming haben wir schon gemacht. Plattformos Cardiacas. Kurz und knackig 1,65%ig Abschlussrate. Oh mein Gott. Also wir schauen rein. Ich werde es nicht zu Ende spielen. Ich werde nicht dahinter steigen, ne? Okay, hier muss man schon genau am Ende abspringen. Au, das ist heftig, ey. Man hat auch gar keine Zeit, sich irgendwie... Man hat auch gar keine Zeit, sich irgendwo auszuruhen. Es geht immer weiter, weil die Plattform... fallen halt auch immer runter und hier muss man noch viel schneller sein. Man muss gleich springen, sonst kommt man da nicht mehr über diesen Knubbel da drüber. Oh, ist das fies. Boah. Ey, das ist heftig. Das ist heftig, macht aber... Boah, macht aber irgendwie Spaß. Und da wird es noch gemeiner. Oh. Ich möchte wenigstens das Ziel vielleicht sehen, aber ich weiß ja nicht, wie lange... Ich weiß ja nicht, wie lange dieses Level noch geht. Oh. Das sind wirklich perfekte Sprünge. Voraussetzung. Also es kriegt ein Toll von mir, das Level. Es kriegt echt ein Toll, es macht Spaß. Aber ich werde es nicht bis zum Ende spielen können. Ich sag mal jetzt noch 2 Versuche und dann ist... Ach nee. Boah, und dann noch genau den Sprung da durchschaffen, ey. Ah, okay, da hat man ein bisschen Zeit, sich... ein bisschen aus... Okay, das waren die 2 Versuche. Aber irgendwo reizen in die Level so... Weil das auch alles so gut abgestimmt ist voneinander, ne? Das ist... Na komm, also...
Wir machen mal noch einen Versuch. Ah, da bin ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Es muss furchtbar aussehen, wie ich mich hier anstelle, weil was ich für Grimassen und sowas mache, ne? Oh nee, es gibt einen Speicher. Es geht weiter. Ich habe gedacht, ich wäre am Ziel. Ach du heilige Makrele. Hier muss man wahrscheinlich immer ein bisschen warten, bis die Plattformen nach unten gehen, damit man da durchkommt. Alter, hier wird ein bisschen der Fluss unterbrochen, muss ich sagen. Ja, und da muss man schnell sein und da muss man da wahrscheinlich ganz schnell rüberkommen. Ja, und wenn man hier nicht ein bisschen wartet, kommt man auch hier nicht durch. Also wahrscheinlich treibe ich die Abschlussrate jetzt noch ein bisschen nach. Da tun ihn ja die Finger weh. Okay, ich möchte gerne noch ein anderes Level spielen. Es hat einen toll gekriegt, es ist wirklich geil. In 43 Sekunden kann man es schaffen. Ah, das ist einfach zu heftig, das ist zu heftig. Minigames Mix hat man schon, Strenios, so Technik, 2, boah, nee, das ist genau so ein fieses. Platforming in the Caves, 7%, okay, das hat 5% mehr. Wir probieren einfach das mal aus. Heftig, dass hier so eine Kaizo-Level drin sind. Mhm. Okay. Da hatte ich zu wenig Power eigentlich. Okay, wie soll ich denn bitte schön da hinkommen? Okay. Ah, da war ein Speicherpunkt. Okay. Das habe ich nicht gesehen, dass ich da rum muss. Das habe ich echt nicht gesehen, dass ich da rum muss. Ah, das ist von der Schwierigkeit her gar nicht so kompliziert. Okay, Speicherpunkt erreicht. Jetzt da drauf. Okay. Ich habe einen relativ großen Bereich, wo ich auf die Kanonenkugel springen kann. Ich habe, glaube ich, das Trampolin vergessen.
hab, glaube ich, das Trampolin vergessen, ja. Warum springe ich immer daneben? Ich muss vielleicht noch ein bisschen länger warten noch. Okay, in einem Rutsch kann man das machen. Da brauche ich Anlauf, weil ich mich ducken muss. Okay. Okay, das kann man in einen Rutsch. Oh yeah, yeah, geil. Ich bin durch. Ich bin wirklich durch. Super. Hat Spaß gemacht, war auch nicht so kompliziert, aber richtig nice aufgebaut. Man könnte wahrscheinlich in einem Rutsch komplett durchkommen, wenn man das weiß. Spin Spike Top Platforming. Muss ich das spinnen? 5%ige Abschlussrate. Komm, wir schauen es uns mal noch an. Wir schauen es uns mal noch an. Und dann haben wir die zweite Folge. Auch wenn ich hier spinnen muss. Okay. Es sind wieder nur genaue Sprünge, nur. Mit Spin. Mit Spin. Ohne Spin geht's nicht, ne? Hier sterben schon ganz viele am Anfang. Und dann muss ich. Ich muss gleich darüber mit einem Sprung, denke ich mal. Das war zu schnell oder zu dolle, je nachdem, wie man es nimmt. Und dann rutsche ich an diese verdammten Manscher ran. Das gibt's nicht. Ich treibe die Abschlussrate nach unten. Ich habe nur die große Mancha gesehen. Ich habe die kleine vollkommen ignoriert. Da muss ich, glaube ich, gleich weiter, damit ich da... Ach du Scheiße, da muss ich, glaube ich, gleich weiter, ne? Okay. Ah, den muss ich so springen, dass der da rüber geht und dann muss ich da abspringen. Okay, gut. Nee. Wir haben es uns angeschaut. Ich weiß, ich breche zu viele Level ab. Platforming in the Snow, 6%. Das ist auch nicht besser. Warum kommen mir so viele Platforming-Level jetzt hier? Ich habe zwar das 7%ige Level geschafft, ne? Okay. Und da war der Speicherpunkt. Ich denke mal, das wäre auch, glaube ich, vom gleichen Ersteller, oder? Das ist nämlich sehr cool aufgebaut hier. Es ist sehr cool. Ja, zu zeitig gesprungen und da oben an den Block geditscht, ne? Du
Da bin ich auch das erste Mal gestorben jetzt, oder? Aber sehr cool aufgebaut. Sehr cool aufgebaut. Dü, 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 dü. Habe ich schon gesehen, dass ich da nicht drüber komme. Die ersten Sprünge sind auch gar nicht so kompliziert hier. Hier kommt dann ein bisschen Herausforderung. Herrlich. Erst zu kurz, jetzt zu lang. Wahnsinn. Und dann hätten wir einen Checkpoint, ne? Sehr cool, aber. Sehr cool, sagte ich. Dum, 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 dum. Oh, hoffentlich kommt der wieder. Hoffentlich kommt der Donutblock wieder, ja. Oh, Checkpoint erreicht, Gott sei Dank. Oh, da muss man auch mit Anlauf hochkommen. Und da unten ist dann noch so ein komischer... Okay. Ah, ich sehe immer nicht, dass die Piranha-Pflanzen dann da weggehen. Da hat man nochmal eine kleine Stelle, wo man sich ausruhen kann. Und ich bin auch abgerutscht. Ich schwitze hier was. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. So, okay. Oh, das ist Ziel. Sehr schön. Okay, jetzt kommt hier nochmal so ein fieser Sprung und dann bin ich durch. Oh, Gott sei Dank. Okay, war aber doch ein schöner Abschluss für diesen Part, oder? Kriegt auf jeden Fall einen toll. Nein, ich will nicht Neustart machen. Nein, 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 nein. Ich bin ja jetzt schon mal durch hier. Level beenden. Okay, ihr Lieben, das war die zweite Folge Super Mario Maker 2 am Sonntag mit den beliebtesten Leveln diesmal. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis nächsten Sonntag, macht's gut. Euer Basti, tschüssi.